Morgen, morgen, Mensch Midgard. Wir sind wieder in Sinnoh Nord 2 und ja, gerade angefangen und schon UFO 22 erkannt. Aber wir haben doch anscheinend schon eine Verfolgung. Insofern, gucken wir erstmal, was wir mit denen anstellen. Die hauen ja tendenziell ab. Rüber zur Sowjetunion. Da könnte ich ja dann fast die ja starten. Da haben wir ja auch mittlerweile drei. Welche, das haben die drei überhaupt ausrüstungstechnisch? Raketen, zwei Stück drinne. Wie viel Schaden machen die eigentlich? 25. Und die 5, aber die schießen schneller, ja. Ich würde gerne mal wissen, haben wir eigentlich andere Flugzeugwaffen? Legierungspanzerung könnte man noch erforschen. Für 500.000 oder was? Nee, doch. 250.000. Okay, und Luftwaffen haben wir die beschleunigte Kanone, die wir immer noch nicht gekauft haben, für 250.000 und 30 Legierungen. Nicht wundern, ich bin jetzt bei der Basis. Bei der Basis haben wir die Legierungen. Okay. Das heißt, die werden wir uns demnächst mal zulegen. Aber ich sehe nicht, wie viel Schaden die. Doch. Hier sehen wir es. 7 Schaden und eine Rüstungsdurchdringung. Zerstörung minus 0,05 Armor. Okay, Nachladezeit 0,25. Was hat denn die Standardwaffe eigentlich? 0,25. 0,5. Ja, zwei Schaden halt mehr. Eine Armor-Durchschlag mehr. Wie sieht es mit der Reichweite aus? 3, 20, 100. Und die neue Waffe hätte. Ist ja das immer zurückschaltet. 3, 20, 0. Die hat gar keine Munition? Aha. Aber durch eine hohe Feuerrate, große Munitionskapazität, dauerhaft hohen Schaden verursachen kann. Aber hier steht da gar nichts von Munition. Hier steht 0. Okay, vielleicht meinen die das mit unendlich Munition. Ich weiß es nicht. Zumindest sind die ziemlich teuer, aber wir brauchen langsam mal neue Waffen. Wenn ich hier sehe, dass die UFOs jetzt noch ein UFO. Ach du Scheiße. Machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Wie viel Tank haben die noch? 98. Hier am Tank liegt es erstmal nicht. Lokalen Bereich patrouillieren. Können wir das hier auswählen? Ich weiß jetzt nicht, ob die in meine Station hier reinfliegen. Da muss ich ja schon wieder abwehren. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber hier oben vier UFOs. Nicht, dass die noch hier, wenn ich den angreife, der dazu kommt und andersrum. Das wäre auch unschön. Kann ich eigentlich mehr losstarten als dreie? Flugzeuge fliegend. Gut, ich habe ja nicht mehr. Hier haben wir auch drei. Kann ich die einfach so starten lassen eigentlich? Nö, nur verlegen lassen. Die können wir nicht starten, die. Flugzeuge starten. Wähle einen Missionsstart. Ein Ziel für einen Missionsstart. Ja, aber nicht von der Basis. Ah. Können wir das so machen, mit die schon mal nach oben fliegen? Ganz schön weit natürlich, ja. Ich weiß nicht, wie weit die kommen. Nicht, dass zwischendurch der Tank alle ist. Müssen wir mal ein bisschen beobachten. Warte mal, zielt mal auf die da unten. Gucken, wo die hinfliegen wollen. Bisschen vorspulen. So, wir wollen. Ach, ich will die drei nicht angreifen, wenn ich ehrlich bin. Wir machen. Oh, die kommt zu meiner Basis, oder? Fliegt mal wieder zurück. Ihr könnt ja nochmal starten. Hauptsache, ihr tankt nochmal. Das neue Ziel wählen. Nee, letzte. Ach, Mensch. Zentrieren auf Flugzeug. Ja, was denn? Machen wir wohl langsamer. Da ist es. Abfangjäger. Hier, ihr drei. Fliegt mal jetzt darüber. Die fliegen vorbei, oder? Ich will nicht mit den Dreiern kämpfen. Auf gar keinen Fall. Meine Flieger sind noch vom Anfang an. Außer ein einziger, der ein bisschen besser ist. Wenn ich davon drei hätte, könnte ich mir das überlegen. Aber ich glaube, ich brauche auch bessere Waffen. Ich kämpfe nicht gegen den einen, den hoffen wir, den kriegen wir weg. Das müssen wir leider hinnehmen.
So, das nur ein Beobachter, ohne Eskorte, ohne was. Den schießen wir doch weg, oder? Oh, einer hat ganz schön Schaden genommen. Also ich merke schon, dass selbst die Kundschafter und was hier rumfliegt, dass meine Dreier-Trupps zu schwach wären. Also, jetzt habe ich ganz schön viel auf die Bodensoldaten investiert. Und jetzt kommen ausgerechnet in dem Monat so viele UFOs. Vielleicht müssen wir da ein paar Laserwaffen noch rauskicken. Das Blöde ist, hier drüben habe ich keinen guten Einsatztrupp. Das heißt, ich werde einfach das Geld nehmen, was wir ja sowieso brauchen. Forschung, was macht ihr? Schwere Laser? Ja, ist ganz gut. Alien-Technologie wäre natürlich auch nicht so verkehrt mittlerweile. So, und dann bauen wir hier Luftwaffen. Kostet 250.000. Ich muss irgendwas noch verhökern. Ich brauche ein bisschen Geld. Verkaufen einfach die ganzen Leichen. Oder? Ich brauche halt das Money. Ja, ich brauche das Money jetzt. Die Gefangenen brauchen wir auch nicht mehr, oder? Die haben wir schon alle verhört. Kann irgendwer in seinem Zoojarten oder so aufheben oder sowas. Alien-Scanner heben wir uns noch auf. Magnete wäre, weiß ich nicht. Alien-Plasma-Waffen. Das bringt mir 250.000. Ich hätte gerne noch 80.000 mehr, aber das wird schwierig, glaube ich. Weil, wenn wir die Plasma-Waffen runterverkaufen auf das hier, reicht leider immer noch nicht, ne? Wobei, 250.000 war das, ja? Luftwaffen. Schnelle Kanone. Einzigartig? Das muss ich nur einmal machen? Nicht jede kostet so viel? Okay, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen. Basisverbesserung? Nee, Luftwaffe? Nee, hier, Legierung nehmen wir den noch mit. Die ist auf jeden Fall einzigartig. Okay. So, können wir die Sachen hier ein bisschen schieben? Geht mal nach oben. Warte mal, wir müssen die Legierungspanzerung und die Kanonen als erstes reinpacken. Wir brauchen unbedingt Laserscheiße. Fuck, ey. Ja. Und jetzt müssen die Techniker... Am liebsten würde ich jetzt noch ein paar mehr holen, aber ich habe keinen Platz. Shit, ey. Okay, okay, wir haben aber zumindest umgerüstet, jetzt wo wir gemerkt haben, dass die Viecher echt scheiße werden. Die sind zum Glück nicht in meine Basis geflogen, ich bin so glücklich. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich speichere gleich mal aus Freude. Okay, ein wenig Erleichterung. Die UFOs werden natürlich jetzt hier irgendwelche Leute entführen, elektrische Störungen, Waldbrände und was sie halt so für Späße quasi mit unserer schönen Erde machen. Aber wenn ich alle Flieger verliere, dann kann ich nicht mal mehr die Kleinen abfangen und dann ist total vergessen. Dann war's das. Nur zuschlagen, wenn man gewinnen kann, sonst nicht. Guerillataktik quasi. Dadurch wird der Feind schwächer und man selbst stärker, weil man ja deren Scheiße erbeutet. Zumindest in der Regel. Das ist die Theorie davon. So, jetzt können wir eigentlich vorspulen und hoffen, dass die Forschung vorangeht. Panik und Sowjetunion nähert sich kritischem Niveau. Ja, was soll ich da machen? Ich würde dir ja gerne helfen, aber es sind zu starke Aliens da oben. UFO 22, jetzt hocken die da drüben. Wir können da nichts gegen machen erstmal. Die Techniker müssen Waffen bauen, Mensch. Bis dahin können die UFOs hier weiter rumhantieren. Ich meine, ein bisschen in Indien, ein bisschen in Afrika, die wollen bestimmt bloß mal was Vernünftiges essen. Hier ein bisschen Curry. Ja, ich weiß gar nicht, was ist man so in Afrika unten? Ich weiß, dass sie zwischendurch immer mal Insekten fangen teilweise. Wenn hier die große Plage drüber ist. Ist schon ein bisschen Abfuck, muss man mal sagen. In dem Land leider. So ein Riesenkontinent. Ansonsten halt die Treide und sowas auch, haben sie ja auch. Haben ja besonders widerstandsfähige Sorten und so ein Zeug. Ist ja mittlerweile alle genetisch so verändert, dass sie fühlt alles überall wachsen kann. So, ein kleines UFO mit zwei sehr kleinen Eskorten. Wo denn?
Wie lange brauchen die Techniker denn? 13 Stunden, dann haben wir zumindest bessere Waffen. Jetzt haben wir wieder das Technikerproblem. Das hatte ich schon in der einen Folge. Das schaffen die 13 Stunden nicht. Bis dahin sind die weg. Fliegen die jetzt auf meine Basis zu? Die fliegen da schnurstracks auf meine Basis zu. Gut, aber lieber mit den Soldaten fighten als mit denen, oder? Oder ich muss neu laden im Notfall. Ich habe jetzt keine besseren Waffen. Startet mal kurz. Weil wenn die meine Basis wieder angreifen, muss ich halt da drinnen fighten. Das ist halt auch nicht Sinn der Sache. Und ich kriege halt auch kein Geld großartig. Kundschafter mit zwei Kampfflugzeugen. Angriff automatisch abwickeln. Alle drei tot. Nein. Aber wenn die Automatik das schon nicht schafft, dann habe ich selber erst gar keine Chance. 350 Treffer hat das Teil. Meine haben 100 und 100, also selbst von den Treffern. Meine drei haben so viel Treffer wie der da. Ich mache einfach den hier. Hauen meine jetzt nicht ab? Wieso greifen die weiter an? Hä? Jetzt sind sie weg. Das hat aber gedauert. So, alle drei perfekt überlebt. Die Gegner quasi nur irritiert. Und ich zeige, dass ich da bin. Scheiße, Mann. Okay, ich habe keine Chance wahrscheinlich in der Luft gegen die. Gut, dass ich die Waffen jetzt wirklich aufwerte. Und die noch nicht angegriffen habe. Ja, ich weiß, dass die erkannt haben. Ach, da ist noch eins. Mittelgroß. Ja, das ist ja noch schlimmer. Ich schaffe ja nicht mal die. Fuck. Oha. Das sieht ja jetzt schlecht aus. Ich habe so ein bisschen Angst, dass meine Kampagne scheitert. Machen die Techniker noch arbeiten? Kommt mir gerade nicht so vor. Ihr seid schon wieder zu langsam. Okay, die haben zumindest nicht meine Basis angegriffen. Ne, ich mache jetzt die Panzerung von den Fliegern. Die halten jetzt die ganze Zeit hier rum. Ja, jetzt überlege ich fast. Jetzt könnte ich ja fast wieder starten, weil jetzt habe ich ja bessere... Quatsch, hier, Techniker, bessere Waffen. Legierungspanzer 250. Ein Tag und 4 Stunden. Das dauert natürlich viel zu lange. Zeigt mal die Flieger. Okay, ihr habt jetzt die Waffen drin. Was hast du eigentlich für Waffen? Könnte ich dir nicht auch noch irgendwas anderes reinhauen? Wie mache ich denn überhaupt die Waffen von den Fliegern ändern? Hier ja nicht. Ja, hier kann ich ändern. Torpedo. Torpedos sind Langstreckenwaffen, die viel Schaden verursachen und einiges an Rüstung zerstören. Aber sehr begrenzte Munition haben. Ja, haben die anderen noch auch bloß. Verstehe ich nicht. Sie sind auch langsam und wendige UFOs können ihnen leicht ausweichen. Abfangjäger können nur selten genug Torpedos tragen, um ein Ziel zu zerstören. Aber warum steht hier 0 von 1? Warum? Hier steht auch 0 von 1, aber hier steht 1 von 1. Hä? Also bitte, wenn mir das jemand erklären kann. Nochmal, das Ding macht nur 16 Schaden, aber 20 Rüstung kaputt. Oder durchschlagen und 10 Rüstung kaputt. Der hier nicht. Der macht einfach nur Schaden, aber halt gegen, nicht gegen Rüstung. Aber dafür haben wir jetzt die Waffen, die machen ja die Rüstung ein bisschen kaputt. Verstehe ich trotzdem nicht. In keinster Weise, wenn ich ehrlich bin. Die fliegen hier wieder vorbei. Das waren die größeren? Ja, das... Ja, keine Chance. Keine Chance gegen euch. Oh, ist jetzt sogar verschwunden. Ich spule mal noch schneller vor. Wenn sie auftauchen, tauchen sie eh wieder alleine auf hier. So, jetzt haben wir Operationszentrum. Ne, fangen wir an. Jetzt haben wir Legierungspanzerung für die Flieger. War das nur für die Flieger? Ich glaube. Ne, wo steht denn das? 60% Flugzeugrüstung? 3 von 5 Rüstung? 3 von 5 Rüstung? 10 von 10 Rüstung. Aktueller Status bereit.
Aber was heißt die 60% und 100%? Sind die anderen noch beschädigt? Rüstung sinkt den Schaden, bla bla bla. Ja, einige Waffen können effektiv Rüstung durchdringen. Ja, okay, aber da steht nicht, warum ihr nur 60% Rüstung gekriegt habt. Und der ja 100% Rüstung, einfach weil der besser ist, oder was? 10 von 10 Rüstung? 3 von 5. Darum, so. Rüstung sinkt den Schaden, bla bla bla. Ja. Schön, auch hier steht der gleiche Text. Müssen wir nicht verstehen, bin ich ehrlich. Ich könnte wegen ihren ganzen Angriffen jetzt einfach hier oben die Basis von denen angreifen. Hatte ich ja eigentlich sowieso vor, aber erst wenn ich die Laserwaffen habe. Sie müssen echt mal fertig bauen. Schwere Laserwaffen, ja, Waffentechnik, cool. Sieht fetzig aus irgendwie. Das denn für die schweren Soldaten? So, dann wollen wir jetzt den verhören. Ne, wir machen die Elektronik, oder? Ja, wer weiß, was wir da denn kriegen. Und dann müssen wir hier halt fleißig weiterspulen. Präzisionslaser haben wir jetzt. Also fängt... Haben wir noch nicht, fängt er jetzt an. Wir haben das Operationszentrum jetzt. Das schauen wir uns doch mal an. Hier in der Hauptbasis. Das ist jetzt Operationszentrum. Ne, das ist Operationszentrum. Ach, schade, dass das immer noch halb in Englisch hier immer ist. So, das Operationszentrum sorgt dafür, dass sie sich noch schneller heilen und 35% Chance zu überleben am Tag erhöht. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Überlebenschance 45%. Wenn ich noch einen baue, haben wir schon 80. Ich müsste eigentlich alle beide hier hinklatschen. Was kostet das Teil? 350 Riesen. Okay, okay. Ich habe alles verhökert, damit ich mir überhaupt die Flieger-Upgrades kaufen konnte. Und jetzt erzählt er mir hier sowas. Mal kurz nochmal im Technikerbereich drücken. Ja, wir haben höchstens noch den Phantom-Abfangjäger. Das sind die anderen, sind die alten. Laserlanze. Ach so. 400.000. Puh. Ich glaube, damit schaffen wir die UFOs. Aber dafür müsste ich noch ein, zwei andere Kämpfe überstehen oder so, um Material zu sammeln. Na gut, müssen wir halt abwarten. Aber ich glaube, damit könnte es gehen. Vielleicht noch die anderen Flieger kaufen, aber gut. So, Größe klein. Keine Eskorte. Wo? Ne, wir starten das sofort. Da kommt er, ja. Den holen wir uns. Da habe ich keine Angst vor. Ist das jetzt? Angriff automatisch abwägen und schon wieder über Wasser. Ne, dann wartet doch wieder kurz bis über die Landgrenze. Müsst dann halt nicht über die Iren abschießen, sondern erst über die Engländer. Ich finde immer schade, dass Schottland nicht mehr einzeln ist tatsächlich. Sondern dass Schottland einfach mit zu den, ja, einfach den Briten gehört. Naja, okay. Das ist aber jetzt mal kurz am Rande. So, die Treibstoffe, ja. Gesundheit. Treibstoff ist da. Also insofern. Automatisch abwickeln. Okay, die hat nur Rüstung verloren und wurde beschädigt. Die haben ihre Raketen verschossen und das Ding ist besiegt. Na denn. Abgestürztes UFO, Beobachterklasse auf einer Farm. 150.000 mitnehmen oder kämpfen. Wenn ein UFO abstürzt, bietet die örtliche Regierung deiner Organisation ein Kopfgeld in bar für Bergungsrechte der Absturzstelle und der dortigen Gegenstände. Bei Annahme wird die Absturzstelle entfernt. Das örtliche Militär sichert das UFO. Dieses Kopfgeld wird automatisch bezahlt, wenn die Mission an der Absturzstelle ausläuft. Ach so, wenn ich jetzt 3 Tage warte. Jetzt seid die Überlegung. Wenn ich meine Truppen jetzt dahin schicke, könnten die halt verletzt werden. Und dann schaffe ich da oben die Ausputzerbasis vielleicht nicht. Andererseits, 150.000 wäre die andere Richtung, sind halt nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, wie viel ich kriege, wenn ich die erobere und dann Legierung und alles habe. Warte mal, wir greifen die mal an und halten mal die 150.000 so ein bisschen im Hinterkopf. So. Ja, da ist einer noch ein kleines bisschen verletzt. Empfehlen 2 Treffer. Na, den nehmen wir trotzdem mal raus. So, der Sturmsoldat. Hat Ausrüstung passt. 25 Rüstung, ja so. Noch ein Sturmsoldat, warum hast du keine Schrotflinte? Warum hast du noch so viel Gewicht übrig?
Bist du so stark? 68? 67. Wächterrüstung. Ach, weil die fette Wächterrüstung auf hat. Okay. Dann kriegst du jetzt Blendgranate für das UFO. Handgranate, wenn wir was kaputt machen müssen. Wobei, dann wäre vielleicht die Sprengladung sogar besser. So, dann haben wir noch einen stinknormalen Schützen. Kannst du irgendwas Besonderes, dass ich... Der hat eine gute Präzision. Ich könnte dich auch zum Sniper machen. Zeiteinheiten sind auch ganz schön dicke. Müssen wir uns mal überlegen. Ich glaube nicht. Oder? Ich meine, die hat so eine Genauigkeit. Dann habe ich ja nur noch Scharfschützen in meinem Team. Das ist halt so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Haben wir eigentlich noch eine neue Pistole? Haben wir nicht bisher, ne? Stimmt. Wo muss denn das rein? Hier oder da? Verabreicht automatisch Gerinnungsmittel, Heilnotizen, wenn ein Soldat, der es trägt, verwundet wird. Also hier rein oder was? Schauen wir mal. Das heißt aber, du könntest auch statt den Quatsch hier mitzunehmen, das hier mitnehmen und einfach noch eine Granate raus. Du hast jetzt schon durch die schwere Rüstung zu viel Gewicht. Du musst also mit dem Standard-Medi klarkommen. Braucht er denn überhaupt noch einen Medi? Aber was gebe ich denn den sonst? Ich kann ja den nicht in eine Rüstungsplatte reinpacken. Ach, das C4-Sprengzeug ist auch nicht so geil. Achso, ich habe übrigens, jetzt wo ich das Schild mal kurz getestet hatte, Kommentare gekriegt, dass ich allen ein Schild mitgeben soll. Hier irgendwie mit reinpacken, oder beziehungsweise hier mit reinpacken, dann die fallen lassen. Oder hier ist das ja. Hier hin, dann meine Schrotflinte sozusagen. Ich nehme mal kurz. Hier reinstopfe. Ja, jetzt habe ich gerade keinen Platz, dann müsste ich jetzt quasi hier ein bisschen was rausschmeißen, ein bisschen umsortieren. Ja, passt halt nicht. Müsste ich jetzt das Ding hier rausfeuern. Wo haben wir's? Hier, so. Die hier reinpacken. Mit dem Schild anfangen. Das Schild droppen. Und dann... Ah, hier die Pistole hier unten noch rein. Dann ist nämlich das Gewicht wieder in Ordnung. Und dann mit der Schrot zum Beispiel kämpfen. Oder keine Ahnung. Dann könnte ich immer einen Soldaten, der mit Schild rumrennt, ein neues Schild ihm geben lassen. Ist natürlich eine witzige Taktik. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich wollte es bloß mal erwähnen. Vielleicht denke ich dadurch ein bisschen eher dran. So, jetzt passt das hier aber. Nimmst du trotzdem den Medi mit, damit du andere den Arsch retten kannst? Eventuell. Noch ein bisschen Genauigkeit dazu. Wie viel macht er das aus? 4%. Naja, ist jetzt nicht so viel, ne? Aber besser als nichts. So. Ja, das wollte ich bloß mal gesagt haben. Einfach, um zu gucken. Erstmal nochmal danke für den Kommentar dafür. So, was machen wir mit dir? Am liebsten würde ich ja auch das hier noch hinstopfen, aber das sieht mit dem Gewicht halt schon wieder bescheiden aus. So, noch einen normalen Schützen. Ja, der hat auch nichts Besonderes. Der bleibt auch Schütze. Ja, da habe ich bisher nur die Sniper als Laserwaffen. Da bin ich mal gespannt, wie die jetzt abgehen. 46 thermisch. 46 kinetisch. Ist ja auch nicht besser. Aber 10 Rüstung, 30 Reichweite, 15 Armor per Hit. Das trägt schon 2 Armor. Die sind halt super, um Rüstung zu zerstören. Aber Rüstungsdurchdringung sind die ein bisschen schwächer. Die haben nur 3 Schuss drin, dann brauche ich halt erstmal die hier noch. Aber nicht bei ihm hier. Sondern wenn denn bei denen hier, oder? Dann muss ich doch die Magazine auch austauschen, oder? Würde ich mal so behaupten. Oha. Was falsch gemacht. Ich könnte das auch mal speichern, mal so ein Setting für so einen Sniper, aber... Ich habe immer so ein bisschen die Sorge. Hier packen wir auch noch ein Medi mit rein. Denn ständig, das mal nicht zu sehen quasi. Oh, shit. Ne, dann bleibt vielleicht bei der Pistole.
dass die, weil die unterschiedlich tragen können. Ist ja nicht so, dass dann jeder Scharfschütze das und das trägt, dann habe ich auf einmal einen, der kaum noch laufen kann, weil er so fett beladen ist oder sowas. Das ist halt so ein bisschen meine Sorge daran, dass mir das nicht auffällt. So, wir haben den Wally. Wir haben Number 6. Mit den Raketen und so, ja, okay. Will ich die Raketen jetzt haben? Nee, ich will eigentlich mehr Alien-Teile haben, sonst gehen die ja kaputt. Wir packen dich auch so voll. So, die haben alle beide aber die... die dicke Rüstung. Gut, denn... oh. Noch ein Soldaten mit vollen Treffern. Ein Grenadier. Noch ein Scharfschützen. Wir nehmen noch einen Scharfschützen einfach rein. Du kriegst noch eine Aufseherrüstung. Du kriegst aber das Sniper halt. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Du kannst noch irgendeine Granate mit in die Tasche schieben. Na, vielleicht nehmen wir so... na, unterdrücken, sprengen. Ah, sprengen. So, den Mars, wie gesagt, haben wir. Den Schützen hatten wir durch. Dann haben wir hier noch einen Scharfschützen. Der hat schon eine Waffe. Der Rest ist alles schick. Mensch, der kann gut tragen. Du kriegst nicht mehr wirklich was mit in die Tasche. Ich könnte höchstens noch ein Magazin mehr mitgeben. Ob das so viel ausmacht, weiß ich nicht. Der schwere Kämpfer. Ja, gut. Das schwere Laser, den kann man leider noch nicht. Das ist noch im Bau, aber der hat zumindest eine fette Rüstung an. Und hier haben wir auch nochmal normalen Soldaten. Schick. Das sollte doch gehen. Vier Scharfschützen. Ne, drei. Viere. Vier in schweren, zwei Schützen, zwei Sturm. Ist schon eine ordentliche Truppe. Dann wollen wir mal reingucken in dieses dumme kleine UFO. Ist doch so gegen die Wales, oder? Oder habe ich das jetzt nicht richtig? Egal. Irgendwo da. Ja. So. Ich hoffe, ich irre mich dann nicht. Aber mein Gott. Wenn jetzt auch nicht so schlimm. Ich lebe ja auch in Deutschland, nicht in England. Oder in Großbritannien in dem Fall. Das müssen wir bei der Ladezeit überleben. Das ist fast so schlimm wie ein Angriff der Aliens. Erstmal ein bisschen Milch trinken. Habe ich schon mal in anderer Folge erwähnt, trinken ist natürlich wichtig und in so einer Ladezeit funktioniert das ganz gut. Wenn man keine Ladezeiten hat, verpasst man das eher. Ist da unten wer? Nee, ist da wer? Erstmal nicht zu sehen. Wie schaut es hier drüben aus? Ist schon wieder so eine Nachtmission, ne? Schmeiß mal da was hin. Siehst du wen? Nee, aber eine Levelgrenze sehen wir. Kannst du überhaupt noch schießen, Löhne? Dann wirfst du weiter Lampen. Alles voller Lampen hier. Ich kann doch eine werfen. Verkackt er das denn einfach, wenn ich weitermache? Oder ich weiß nicht genau. Ein Wurf sind bis da. Okay, bist ja sich weiterhin gehen. Aber du kannst jetzt weg, du. So, du musst dann auch in auf Leuchtreklamen werfen, wa? Ups, der hat verkackt, wa? Hoppala. Okay, jetzt wissen wir jetzt, wie das aussieht, wenn sie verkacken. Das Mensch! Damit die Aliens euch besser sehen. Verdammt. Ist vielleicht nicht so doof gewesen, also so schlau gewesen. Ziemlich doof sogar. War mal nur einen Schritt vor. Ich würde gerne den Schrotflitzenfutti mal ein bisschen vorschicken. Da ist das erste Alien. Der steht sogar gerade gar nicht so schlecht. Also meiner. Du kannst bis dahin vorfahren und dann draufhalten. Ping! Aua! Noch einer. Bisschen rüberlaufen und den abschießen. Klappt. Mach. So, der ist futsch. Wo
Mach mal ein Stück zurück. Duck dich und dreh dich. Duck dich, du Luder! So, blöd ist, dass hier mein Roboter schon wieder kassiert hat. Die haben 40 Rüstung, aber der wird mit einem Schuss 12 penetriert und kriegt 26 Schaden. Ist hart. Ist wirklich hart. Kannst man da noch schießen? Und dann mach mal. Hast du zumindest den genaueren Schuss. Shit, noch ein Feind entdeckt. Aber dein Ziel ist trotzdem klar, oder nicht? Den da. Ach, doch nicht an die Wand schießen. Mann, 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 ey. Könnt aber auch nischt. Gar nischt. Prozent Chance, 15% Chance, 0%. Ich muss halt erstmal eine Taschen ab hinschmeißen, so fühlt. Wirf. Duckse dich erstmal weg. So, Scharfschütze nach hier drüben, man kann er nicht mehr schießen. Hier kann er zumindest noch schießen. So, ihr habt die fetten Laserwaffen. Könnt's von da sogar noch ballern. 79 Zeiteinheiten, wieso? Den hier würde ich machen. 43% Chance. Ja, versuch mal. Ich will gucken, wie das aussieht. Hat sogar ein bisschen getroffen. Meinen eigenen zum Glück verfehlt. Ups, da habe ich nicht drauf geachtet. Bin ich ehrlich? Das war unschön. Treffe ich nachher meine Wally, das ist vielleicht auch blöd. Das ist gar nicht so einfach, die so zu positionieren, dass die sich nicht aus Versehen alle gegenseitig abschießen. Muss man den jetzt erstmal nutzen, um noch ein bisschen Licht zu machen. Und dann duckt er sich weg. So. Ich weiß ja auch nicht, was von außen auf mich zukommt. Guck mal ein bisschen vor da jetzt. Ist hier noch wer in der Ecke? Hinterm Truck. Hier ist auch keiner. Okay. Wenn wir da trotzdem mal in der Runde noch hier stehen. Duck dich ruhig. Wie schaut's denn auf der Seite aus? Okay, ziemlich sicher. Wenn jetzt nicht hier hinten an der... Ja, ich weiß nicht, ob hier die Kartenkante schon kommt. Ich denke eigentlich ja. So, dann duck muss ich auch weg. Hier sehen wir also auch noch so ein bisschen. So, jetzt haben wir noch einen Schrotfuzzi-Typen. Na, nachher steht da hinten einer. Ja, wir versuchen es. Wenn du jetzt einer der letzten Soldaten bist. Gut. Dann, wen auch immer ich hier anvisieren will, so. Dann macht mal. Oh, da kommt auch noch einer rausgeheizt. Hat er das schon wieder verfehlt. Treffer in Neuigkeit wie eine Bratwurst. Die trifft wenigstens ab und zu mal das Brötchen. Wenn auch mit Hilfe. Quatsch hier. Das sind meine Roboter. Oh, nochmal 26. Was war denn das? Ein Beschuss. Du Depp. Du dämlicher Depp. Wie viel gibt's denn hier von den Echsenmännern? 200 oder was? Scheiße in der Fülle. Ja, lauf vor, bleib nicht in der Ecke, renne. Rennst du wenigstens zum UFO. Du könntest auch zum UFO, zu meinem Flieger. Was ist da los? Irgendwas hat da irgendwer gemacht. Es hat geklackert. So, meine beiden Roboter sind so doll abgefuckt schon. Das ist echt nicht mehr feierlich.
So, sorgen wir uns mal dafür, dass sie nicht zurückschießen kann, oder sprengen wir den erstmal in der Luft? Haben wir hier jemanden, der sprengen kann? Dann versuchen wir dein Glück. Hat nicht so richtig gereicht. Schieß mal. Jetzt ist die Kiste weg. Schieß noch mal. Den haben wir schon mal weggekriegt. Mach mal da. Das müsste doch reichen, oder? Ist der unterdrückt ist? Ja, okay. Damit kann er nicht zurückschießen. Und mein Scharfschütze hat meinen Roboter selber abgeschossen. Als auf den geschossen hat. Das heißt, ich hätte deaktivieren müssen, dass der Reflexschuss macht. Ist natürlich unschön. So, was mache ich mit dem jetzt? Erstmal mit ihm schießen? Auf den da? Ich habe halt immer Angst, dass die anderen den einfach zurückballern. Schieß erstmal einen kleinen Schuss. Nochmal. Das hat mir schon mal gar nicht gefallen. Schon wieder der scheiß Roboter im Weg. Leck mich doch am Arsch. Immer noch. Versuchen wir dein Glück von hier. Sterben aber auch leider nicht. Ja. Nee, du schießt trotzdem mal zuerst. Okay, du hast sogar getroffen und den nicht killt. Das habe ich nicht erwartet. Steht der Roboter halt wieder im Weg. Da biegt. Ah, die Laser treffen schon. Aber so richtig killen tun sie leider nicht. Hier ist die Trefferchance halt höher. Ach scheiße, versuch mal dein Glück. Immer noch nicht tot. Was halten die Dinger denn schon wieder aus? Mann. Ja. Aber zumindest unterdrückt. Jetzt ein Trost. Ich habe schon fast alles benutzt, außer ihn hier, und der kann von dort aus nicht viel machen. Der ist unterdrückt. Der ist unterdrückt und der da hinten ist noch. Na, der kann noch frei rumballern. Du hast nicht mehr genug. Auch nicht mehr genug. Du kannst noch einen Rauch schmeißen. Dir fehlen leider 2 Punkte. Ruf mal hier rüber. Hör auf mit Reflexschüsse. Duck dich. Und decke meine Truppe. Zumindest die Roboter decken. Ist die zwar erstmal für 3 Runden unwichtig dort, aber na gut. Ich will nicht, dass die Roboter schon wieder 525.000 Tacken kosten, bis die Affenköpfe repariert kriege. Das ist halt immer so ultra teuer. Gut, von dort aus kannst du zumindest nicht getroffen werden. Dann wollen wir mal schauen. Finde es immer schwierig, wenn die so hardcore verletzt sind, dass sie dann noch vernünftig zurückschießen können. Und eigentlich haben die ja Kurzsichtigkeit, die Echsenmänner, oder nicht?
Da schon die Reihe hier drüben. Oh, die Mauer daneben zerschossen. Heilen sich halt immer noch. Noch einer. Ach nee, jetzt sind die Menschen wieder dran. Ja, lauf am besten zu den Viechern hin. Ja, am besten dadurch, damit du umfällst und betäubt bist. Du auch. Was macht denn einer? Macht er die Tür auf und zu oder was? Wir werden es wohl nicht herausfinden. Na doch, wenn wir die hier tot kriegen. Schieß mal. Danke. So, die Dreie. Jetzt hätte ich auf eine Art ja einen Granatenwerfer. Schaut's denn aus, wenn du hier nach hier vorne gehst? Müsstest du sie doch gut treffen können, oder nicht? Versuch mal dein Glück. Hast du getroffen, aber leider niemanden unterdrückt, weil du keine schwere Waffe hast, die das kann, ne? Einfach eine Granate reinwerfen in die Affenkörper, dann sehen die auch nicht mehr und werden vielleicht betäubt. Hier rüberlaufen. Von hier aus nochmal ein bisschen auf die schießen. Dann rennen die nachher auf die Straße und flankieren meinen. Ist auch nicht so geil. Durch einen Rauch kann er ruhig durchlaufen. Das stört ihn, glaube ich, nicht so dolle. Na komm. Das war ja dann nix. Ich bin jetzt von hier oben halt anfällig. Es sei denn, ich würde noch eine Rauchgranate auf die Seite schmeißen. Und der da ist zu dumm dafür. Jetzt hat natürlich meine Treffergenauigkeit stark abgenommen. Weil ich mich selbst zugeräuchert habe. Na, der hat halt auch nur noch 44 und der hat 50 Treffer. Der hat ein bisschen mehr Rüstung, aber... Na, ich will meine Roboter gerade dafür eigentlich nicht verheizen. Du machst nicht genug Schaden oder nicht genug Genauigkeit. Jetzt wären wirklich doch ein paar Sprengwaffen nicht so schlecht. ...80% Chance. Mach mal. So, jetzt müssten die nicht allzu viel tun können. Dann komme ich mit dem aber nicht mehr zurück, nee. Schon ein bisschen risikohaft. Was ist denn, wenn du von hier schießt? Das ist ja noch schlimmer. Weil ich denn viermal Nebel in der Fresse habe. Ach, ich wollte bloß meine Roboter decken. Der Nebel braucht einfach so lange, bis er wieder weg ist. Shit. Ja, dann musst du halt da Kontrollschuss draus machen. Ihr könnt ja einfach so ballern. Ihr habt doch unendlich Mumpeln, oder nicht? Mach mal einfach. Was ist denn, wenn man die Mauer versucht kaputt zu schießen? Also die Hecke. Jetzt haben wir die Hecke kaputt, aber er ist unterdrückt. Na gut. Du hast deine Granate schon geworfen. So, wenn wir den hier vorkriegen, dann kann er im Stehen zumindest noch so einen Schuss machen. Mann! Trefft doch mal Leute! Wozu habe ich euch Affenköpfe denn ausbilden lassen? Wenn ihr nischt, aber auch ja, nischt, trefft! Oh, dann bist du halt nächste Runde von der Seite mit beschäftigt. Du gibst halt hier so ein bisschen Feuerschutz, hoffentlich. Mal für ein bisschen Licht sorgen hier. Da haben wir zumindest das UFO.
schön auf dem Getreidefeld gelandet, was ummauert ist, warum auch immer. Weil mauert das Feld. So nah ummauert. Wie kommt mir jetzt der Traktor da ran? Oder wird das hier noch per Hand geerntet? Finde ich ein bisschen merkwürdig. Habe ich so noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. So, du bist der letzte Fuzzi. Drinnen höre ich aber gar keine Aliens, sind einfach nur die ganzen Echsentypen, wa? Man macht die Hecke weg, also das ist die Getreide, okay. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, was die drei da fabrizieren. Hoffentlich erwischen die keinen. Hier drin ist noch einer mit einer Schrotflinte hier rechts. Aua, 50 Schaden, Mann. Tot. Tot. Ach, da drin ist auch noch einer. Verstehst du nicht? Die sind unterdrückt und kurzsichtig. Aber die treffen zu 100%. Ist so lächerlich. Ja, du bist besonders schlau. Am besten noch hinterher. Genau. Scheiße, ey. Ich hoffe, der ist nicht komplett tot und überlebt das mit ein bisschen Glück. Mann. Ich sag mal, was soll ich jetzt dazu sagen? Ist ja immer in eine Schusslinie laufen. Kann man nicht ändern. Dummheit muss bestraft werden. Kann ja nicht in die Aliens reinlaufen. So was Blödes gibt's ja auch nicht. Du hast aber gute Arbeit geleistet. Meine Güte. Soll gleich noch Platz schaffen für den hier. Immer noch nicht reicht. Oh, dann lass es doch. Mensch, nee. Kann man nur so Kacke schießen? Gut, die haben wir alle überstanden. Jetzt fahre ich mit denen aber wieder vor. Und zwar alle Beete. Oh, ich hoffe, die schießen den ab, wenn der da rankommen will. Mit 41 kannst du halt nicht mehr schießen. So kannst du jetzt noch was machen. Du kannst zwar gar nicht mehr schießen, aber du bist zumindest mit der Schrot von dem da hinten gedeckt, hoffentlich. So, wen haben wir denn noch? Den könnte man hier auch schon mal eine Mauer ranschieben. Kann er danach das Fenster auf den da drinnen ballern? Da ist zum Glück eine Wand im Weg. Wollen wir mal übers Haus was, damit wir da hinten was sehen nächste Runde. Und ansonsten ihmchen noch. Das kannst du aber nicht mehr schießen. Von hier aus kannst du noch ballern. Ducken wir den? Nö, den lassen wir so stehen, oder? Scheiß drauf. Kommst du jetzt raus? Ja. Okay, du darfst zuerst schießen, bevor meine zurückballern können. Und die haben den natürlich pulverisiert. Perfekt. Freundliche Aktivität. Ja, möchtest du noch irgendwo ins Schussfeld laufen? Vielleicht ins UFO. Könntest du natürlich auch in Deckung laufen, aber das wäre ja vielleicht zu einfach. Oh, wir haben den hier kaputt geschossen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der Soldat hier unten auf dem Fußboden. Nee. Was hat der dabei? Ein normales Sniper. Ist der das halt. Ich weiß nicht, ob der Sniper weg ist. Ob der das überlebt.
Ich will meine Waffen nicht verlieren. Ich habe auch keinen, der großartig viel Platz hat. Man kann die Rüstung nicht wegpacken, oder was? Das ist ein Quatsch. Ach, so ein Blödsinn. Irgendwen, der unten Platz hat? Den hier. Wo bist denn du? Die Elf. Natürlich, der schon am UFO steht. Du, komm mal wieder zurück. Tut mir leid, aber die Leute sind sonst zu dumm. Die können ihre Sachen nicht vernünftig anziehen. Mach mal auf den Schuppen hier. Gut, alles safe. Das kannst du nicht mehr machen. Gut, dann musst du da bleiben. Ist noch irgendwer verwundet? Ist der verblutet oder so? Nicht, nee. Wenn, dann haben sie immer gleich instant getötet. Ach so, 16 Punkte kostet das Werfen. Du hast nur 15. Durch einen Punkt, die fehlt. Lächerlich. So, wir müssen den Rest natürlich hier noch sichern. In der Ecke. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Ach, bleibst du da. So, einen alleine aufs UFO ziehen lassen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Darum schicken wir ihn hinterher, aber das Gute ist an ihm, nicht nur, dass er leicht betäubt ist, er hat auch keinerlei Munition mehr in seiner Waffe. Also, das möchte ich nur noch mal kurz festhalten. Damit ich das weiß und mich denn nicht aufregen muss, wenn er verkackt. Shit. Und puff. Puff. Parks daneben. Oder vielleicht noch eine vor, mal gucken. Ich tippe einfach mal, ich habe ja hier keine Schüsse gehört, hier rennen überall die Leute rum. Da wird keiner sein. Würde mich zumindest ziemlich wundern. Nächste Runde. Ah, wird ein UFO mit Teleporter drin. Ja, lauft meinen Leuten am besten noch ein bisschen vor die Füße. Das ist immer am optimalsten. Da habe ich auch am meisten Lust drauf. Das ist einfach fantastisch. Ist in der Ecke noch wer? Nö. Ist in der Hütte noch wer? Nö. Ja, da ist genau. Wir schauen mal vorsorglich, aber ich glaube, da ist niemand mehr. Verkackst du es oder schaffst du es? Ich schaff's. Gut, wie gesagt, da ist keiner mehr. Die Elf einmal bitte hier rumlaufen. Und mal noch das Scharfschützengewehr da einsammeln. Nicht, dass das verloren geht. Du bist ein bisschen überempfindlich mit deinem Gewicht. Die Pistole braucht man nicht. Reicht trotzdem nicht. Ein Magazin wegschmeißen. Noch eine Granate? Nö. Nee, dann hast du halt ein paar Zeiteinheiten weniger. Müssen wir jetzt mit dir durch. Ja, optimal. Verkackt. Ja, ihr müsst jetzt hier weiter Stellung halten, würde ich mal behaupten.
Treffen sich nachher meine noch selber gegenseitig, wa? Bei meinem Glück. Sie fährt nur jetzt rum, die anderen fahren immer einfach durch. Gut. Nachladen kostet ja 32. Er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich hätte vielleicht jetzt schon nachladen sollen, falls die Tür aufgeht. Wie weit kriegen wir dich? Lauf einfach die Straße runter. Können wir ja eh nicht ändern. So, alle haben sich irgendwie bewegt. Weiter geht's. UFO sichern. Breit machen zumindest. Manchmal wäre es natürlich schön, wenn man eh noch von den scheiß Aliens mal die Tür aufmacht. Abgeschossen wird und die wieder zugeht. Aber nur gut. Selber will ich das natürlich nicht machen. Das ist ein Schrotflintenfuzzi. Du hast Maschine werden. Gehst du nach da hinten und du gehst nach da drüben. Dann haben wir jetzt zwei Sniper. Diesmal sogar nachgeladen. Viel Lack hier unten. Kann das irgendwie sehen? Hä? Egal. So, MG-Fuzzi, stellen wir erstmal hier hinter und dann stellen wir danach vor der Tür mit. Ist vielleicht nicht optimal, wenn da einer rausläuft, dann schießen meine sich hier gegenseitig tot. Hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, die sind ja nicht die Hellsten, die sind ja alle dumm wie ein Stück. Verzeihung. Muss alles wegzensiert werden. So, das sind alles nur die Typen vor der Tür. Ja. Du kannst noch ein bisschen rennen. Lauf mal so weit, wie du kommst. Die Roboter können auch so weit fahren, wie sie wollen. Also eigentlich, wie weit sie kommen. Ist niemand. Ach, verdammt, ich dachte, ich breche das ab mit Leertaste aber vorspulen. Ich weiß immer nicht, welche Taste das war. So unintuitiv, finde ich. Ja, ihr habt alle nicht die Macht. Ich weiß. Tut mir leid. Ihr müsst halt mal ein bisschen Stellung halten. Habt mal ein bisschen Geduld. Aliens porten sich schon wieder nach oben. Nachher ist keiner mehr unten. Stehen oben einfach 20 Stück drinne. Sobald einer hochkommt, machen alle Reflexschuss. Immer wieder, bis man verloren hat. So, weiter mit dir hinterher. Du hast auch noch eh einen Schuss in der Waffe. Wie viel Magazin hast du bei? Zwei weitere. Den lädst du halt mal nach. Hältst du davon? Ich fand eigentlich, dass das eine gute Idee ist. Halt, du bist doch so ein MG-Fuzzi. Parken wir dich einfach hier. So, nächste Runde. Ja, hier hat niemand was getan. Die stehen alle da noch drei Runden rum. Ganz entspannt. Wenn ich aufmache, möchte ich alle meine Feuerkraft konzentriert haben auf den kleinen Scheiß-Korridor am Anfang. Weil jetzt da zwei, drei drinne stehen, ist das so unschön. Vielleicht macht er jetzt auch die Tür auf. Man weiß es nicht. Zivilisten sind hier maximal behindert in dem Spiel. Aber auch wirklich maximal. Das ist nicht untertrieben oder so. Es geht gar nicht. Du könntest auch einfach dahinter stehen. Du kannst ja halt drüber ballern.
So, haben wir jetzt noch irgendwie in dem Dussel hier? Ich glaube, wir sind alle Pfeifenköpfe hier. Ist auch eine dicke Rüstung an. Bleib mal ruhig im Stehen, nicht im Ducken. Ja, ja, ihr habt alle nichts gemacht. Nächste Runde dürft ihr denn. Verspreche ich euch. Stehen ja alle da. Naja, alle bis auf einen. Einer liegt irgendwo da unten rum. Schön. Danke für die Munitionsfressen. Wieso geht die Tür instant wieder zu? Was ist denn das da für einer? Der hat einfach nur keine Rüstung an, aber es ist so ein Naked Eye. Ein nackter Alien. Du hast Schrotflinte und viel Zeit anhalten. Du hast Schrotflinte und viele Zeit anhalten. Also. Mit viele meine ich genug, um euch den Arsch aufzureißen. Shit. Einfach die Ecke rumballern. Dass sie auch immer treffen müssen, eh. Kannst nicht zur Zielposition. Fährst du ihm dahin? Ich glaube, die Tür wenigstens auch offen. Lass den mal los jetzt. Gut. Dankeschön. Teleporter sind denn hier drin, wa? Ne, hier oben sie zwei. Ah, gar nicht richtig realisiert. So, du kannst im Notfall noch einen Reflexschuss machen. Es sei denn, ich triff dich jemand. Du kommst hier nicht durch. Ach so, weil die da im Weg hocken, ja. Scharfschützen mal zur Seite holen. Nicht, dass die meine Leute abschießen, weil die dumm sind. Ich könnte es auch hier hinstellen. Aber der bleibt lieber draußen. So, kommt noch irgendwer rangerannt. Ah, in der Ecke steht einer. Danke für die Heilung. Dadurch weiß ich, dass du da bist. So, den hier unten müssen wir jetzt auf jeden Fall Medipack in die Röhre schieben. Also das kann er auch selber machen. Und dann... Nee, rausschicken wollte ich ihn jetzt nicht. Da ist er. Da so viel Schaden gemacht und unterdrückt und der lebt einfach weiter. Schon unverschämt, bin ich ehrlich. War ein bisschen kritisch, aber ich habe gehofft, dass man aber einen Roboter drüber ballern kann. Kommst du jetzt durch? Nee, kommst du immer noch nicht. Ja, ich will ja auch Wally nochmal nehmen. Danke, jetzt pass nochmal durch. Gucke mal bitte. Okay, niemand zu sehen. Können wir die eigentlich auch durchsuchen? Tatsächlich. Können wir die einstecken? Aha. Können wir die benutzen? Ist ja witzig. Kannst du mitnehmen, aber nicht benutzen. Die Leiche einfach in die Tasche schieben. Aber die kriege ich ja auch so. Das ist aber trotzdem cool. Hier lauf mal lieber darüber. Jetzt darüber. Ich habe halt die scheiß Seitenräume noch gar nicht gesichert. Frage ist, ob ich das muss. Ich denke fast, dass die eher nur oben rumgammeln mal wieder. Das
Von dir bist du ja immer gemacht, die Mistviecher. Okay, Runde warten. Jetzt kommt einer runter und springt sich einfach in der Luft. Nö, zum Glück nicht. So, dann wollen wir mal nach oben schauen. Schrotflinte geht voran. Zwei Köpfe sind hier oben, okay. Erstmal schießen. Ducken. Wegen Gegenangriff. Okay, Gegenangriff hat trotzdem stattgefunden. So, nächste Schrot rein. Du musst aber vom Feldchen runter gehen, glaube ich. Na, lauf mal darüber. Der wird ja nicht noch einen Gegenschuss machen können, oder? So, haben wir alle? Haben wir alle? Ja, Mensch, Schrotflinten und Sonnenentfernung sind richtig gut. Ah, ich hätte ja nochmal ducken können, aber dann hätte, glaube ich, der zweite Schuss nicht mehr so gut treffen können. Von den Punkten her. Okay, bis auf den einen am Anfang. Ich hoffe, der überlebt das mit einem AP. Er hat ja irgendwie eine gute Chance mittlerweile. Durch unsere Operationszentren. Komm schon, jetzt lade, Mensch. Spann mich doch nicht auf die Folter. Das ist ja tragisch. Ich hätte, wie gesagt, gerne noch ein, zwei Operationszentren mehr, damit die Chance, dass die Leute überleben, irgendwann gegen 100 geht. Das wäre natürlich super. So. Und tatsächlich keinen Verlorenen, nur einen schwer Verwundeten. Der kriegt sogar dafür aber keine Medaille. Die kriegen Medaille. Für was? 10 Missionen. Mensch, du bist schon lange dabei, wa? 5 feindliche Einheiten gekillt. Und auch 10 Missionen und auch 10 Missionen. Mensch, die Leute werden langsam alt. So, ein paar Leichen können wir hier loswerden. So, jetzt die Frage. Alien-Elektronik habe ich jetzt geplündert, okay. Für die Forschung. Ein Zivilist überlebt, gut. Einen haben wir selbst beiseite geschafft. 59 Alenium, 13 Waffen, 13 Leichen, 66 Legierung. Ist das mehr wert hier als 150.000? Jetzt müsste ich mir das eigentlich mal aufschreiben, wie viel das ist. Sonst merke ich mir das doch nicht. Hier irgendwo einen Zettel in den Vereinen. Naja, so ein bisschen. Den Schnipsel kriegen wir hier schon zusammen, glaube ich. Das will ich jetzt noch wissen, bevor ich abmoderiere. Also, wir haben eine Alien-Elektronik. Wir haben 59 Alenium. Wir haben eine Mentarkleiche. Wir haben 13 Sibilianer. So, wir haben 13 Alien-Plasma-Waffen. Und wir haben 66 Alien-Legierungen. Danke, danke. Einmal aufgeschrieben. Einmal ins Vorratslager. Ach ne, ist noch nicht da. Ne, die müssen erst zurückfliegen. Okay, die lassen wir mal noch eine Sekunde zurückfliegen. Danke. Rein ins Lager. So. Eine Mentargleiche. 13 Sibilianer. So, eine Sibilianer Mentag. Wir haben Alien Plasma Waffen auch 13. Ja gut, dass ich das alles auf 10 so oder runter verkauft habe. Dadurch sieht man das auch nochmal extra. Aber bei den anderen Sachen halt hier nicht. So, Alenium haben wir 59 gemacht. Kann ich das irgendwie schneller machen? Oh, das war der 100er Schritt. So, dann haben wir 66 Alien Legierungen. Ich will die jetzt nicht verkaufen, auf Gottes Willen sozusagen. 540.000 haben wir quasi gerade geplündert.
Und eine Alien-Elektronik. Aber das wird das hier oben sein, wa? Das wissen wir halt noch nicht. Okay. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. 540.000 oder man nimmt nur das bisschen ein von 150.000. Also, Hut ab, was das für einen Unterschied macht. Ich werde natürlich das hier nicht verkaufen. Davon habe ich nicht mehr so viel. Vielleicht Elenium ein bisschen, aber die Alien-Plasma-Waffen würde ich verhökern. Die Leichen würde ich verhökern. Ich würde also momentan 172.000 machen. Das heißt, ich habe Legierung komplett plus gemacht. Die Legierung machen halt auch so viel Geld aus. Das ist halt richtig hart. So, das verhökern wir auf jeden Fall. So, ich habe gesagt, ich müsste eigentlich ausmachen, aber das Zentrum, das Operationszentrum, kostet 350.000. Ich glaube, das verkaufe ich tatsächlich in Form von dem Zeug hier. Jetzt hätten wir 312. 300, jetzt müsste es... Warte mal. Wie viel sind das? 37. Haben wir noch was anderes? Warum müssen wir die doch nehmen? Vielleicht 221? Gut, dann ist natürlich geldtechnisch wieder für den Arsch. Eigentlich wollte ich auch noch die schweren Laser zu kaufen. Was ist denn, wenn ich die eigentlich aufwerte? Halt, das schauen wir dann auch nochmal schauen. Was ist denn, wenn man bei den Luftwaffen die Laserlanze, die kostet 400.000 halt. Jetzt mache ich ja gerade schon die... Nee, mache ich nicht. Okay, die Laserlanze. Jetzt ist echt die Frage, nehmen wir, dass unsere Soldaten in Einsätzen besser überleben können? Um wie viel Prozent? Um 35% und gehen damit hoch auf 80. Und die heilen sich auch noch schneller. Das Einzige ist, die Bauzeit ist halt 15 Tage. Der Raum kostet mir dann auch noch Unterhalt irgendwo, sicherlich. Verbraucht 25 Energie. Gut, dann sind wir hier fast ausgenutzt. Dann müssten wir auch noch einen Generator das nächste Mal bauen. Was haben wir hier? Das waren die Labore fürs Forschen, ja. Ich bin eigentlich dafür, absolut. Ich würde dann die Ecke hier nehmen. Dann kann ich im Notfall noch die Trainingsdinger erhöhen. Wobei, die Trainingskapazität. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, allerdings. Da kann ich es immer noch entscheiden. Oder ich nehme, verkaufe nochmal 50.000 und nehme die Laserlanzen für die Flieger. Eigentlich brauche ich die Flieger fast wichtiger, aber ich will auch keine Truppen verlieren. Truppen können essentiell mehr plündern. Potenziell. Wir nehmen die Truppen. In Notfall müssen wir ein paar UFOs lassen. Aber wobei, wenn ich die nicht runterschieße, kann ich sie auch nicht besiegen. Ach, das kann man jetzt hin und her argumentieren, wie man möchte. Was wir nicht argumentieren müssen, ist, dass ich jetzt speichern muss. Ey. So, irgendwo haben wir doch hier meinen Speicherpunkt. Genau. Und ich danke wie immer fürs Zuschauen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.